Oh, der geht jetzt zu seiner Lieferung. Das ist ja... Oh, mein Gott. Leute, heute gibt es wieder ein richtig schönes Warzone-Video. Wir sind wieder dabei und ich zeige euch gleich, was es damit auf sich hat. Einfach Spaß haben und geiles Gameplay heute. Let's go. Und ihr habt es gerade schon im Titel gelesen. Wir werden heute mit Handcam spielen. Ich habe hier meine Handkamera aufgebaut. Einfach, damit ihr heute auch mal sehen könnt, was ich denn so mit meiner Hand mache, wie ich das Ganze hier spiele. Pass mal auf, Leute, jetzt hier richtig Magic. Die Hand wandert hier hin. Das war nicht leicht. Auch wenn das bei mir mal so aussieht. Und ihr wisst ja, ich habe in letzter Zeit ultra viele Mäuse getestet und bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, nochmal eine neue zu testen. Das ist die Viper V2 Pro von Razer, die neue, die ich zugeschickt bekommen habe von Razer. An der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön. So sieht die Maus aus und ich will euch die jetzt einfach mal ein bisschen zeigen und erklären, warum ich die so geil finde. Wir werden natürlich gleich schön Solos spielen und auch das Ganze mit Handcam. Und ich will aber vorher nochmal was loswerden, weil jeder sollte das für sich selbst zu Hause testen. Also ihr könnt in der Beschreibung einfach mal vorbeischauen, euch die bestellen und dann zu Hause testen, ob die was für euch ist. Weil jeder hat eine andere Handgröße, hat einen anderen Favoriten, was den Maus-Shape angeht und ja, da gibt es so viele Faktoren, deswegen einfach selber testen und dann springen wir rein. Die wichtigsten Fakten blende ich euch jetzt einmal kurz ein, damit ihr euch das mal anschauen könnt, aber wichtiger ist natürlich trotzdem auch so meine eigene Erfahrung und was ich euch da mitgeben kann, weil ich bin jetzt von der Superlight auf die Viper V2 Pro gewechselt, weil mir einfach der Shape besser liegt. Also die ist hier hinten nicht ganz so hoch, die ist generell so ein Tick flacher und hat sonst ähnliche Maße und deswegen bin ich einfach zufrieden damit, wie die in der Hand liegt bei mir. Ich glaube, hier in der Nahaufnahme könnt ihr es ganz gut sehen. Die Maus ist so ein bisschen texturiert und hat nicht so eine glatte Oberfläche. Das macht so das Greifen einfach ein bisschen leichter und man braucht nicht unbedingt ein Grip-Tape dafür. Aber sind auch mit dabei, also könnt ihr auch drauf machen. Das Einzige, was zur Ultimate gleich geblieben ist, ist der Shape. Ansonsten ist die von 74 auf 58 Gramm leicht geworden und hat den aktuell besten Sensor eingebaut, den Razer Focus Pro 30K Sensor. Das ist wirklich die einzige Maus, die diesen Sensor aktuell drin hat. Kann bis zu 30.000 DPI. Ich weiß, das klingt immer so ultra viel, aber das Wichtige daran ist einfach, der Sensor ist genauer als andere und das macht es eben besonders. Wegen diesem texturierten, richtig schön griffig, die wiegt einfach nur 58 Gramm, ist so schön leicht wie so ein kleiner Tennisball und die PTFE-Füße, die da drauf sind, wirklich die besten, die ich bisher hatte, bei einer Maus, die halt noch nicht gewechselt wurden. Das gleitet einfach nur so zack, zack übers Mauspad. Dann sind hier auch optische Maus-Switches verbaut, Gen 3 jetzt von Razer und die hören sich so an. Ich mag das immer, wenn ich diese Maus-Reviews gucke und die Leute das dann so klicken, man hört so zu. Dann habt ihr noch so Features wie Smart-Tracking, das auf jeglicher Oberfläche das einfach perfekt funktioniert. Dann gibt es die Razer Hyperspeed-Wireless-Technologie, dass ihr auch wirklich die perfekte Verbindung habt. Und der Knopf auf der Unterseite ist auch für DPI-Umstellen. Das heißt, ihr könnt da einfach die Maus anschließen und direkt loslegen und müsst dann nicht noch, wer weiß, was installieren. Und ihr habt es in den letzten Videos ja auch schon gesehen, da habe ich auch schon mit der Maus gespielt, dass das geringe Gewicht einfach mit dem Sensor zusammen und den Füßen drunter, da funktioniert für mich das Tracking der Gegner einfach perfekt, dass ich schön hinterher komme und auch jeden Schuss treffe. Als Fazit kann ich nur sagen, ihr bekommt eine Gaming-Maus mit der maximalen Performance und ohne Kompromisse, ohne RGB und so weiter dabei, einfach nur auf Performance ausgelegt. In der Beschreibung findet ihr den Link. Ich finde die Maus richtig toll und bin damit sehr zufrieden und spiele damit jetzt auf jeden Fall auch noch weiter. Checkt das sehr, sehr gerne aus und jetzt geht es direkt weiter mit dem Live-Gameplay und danke nochmal für alles, Leute. Let's go! In Kürze schlachten wir das Feld. Let's go, Leute! Und jetzt beginnt der Kampf. Jetzt beginnt der Kampf. Ich war lange nicht so motiviert, einfach so normal Warzone zu spielen. Ich weiß auch nicht warum. Also im letzten Video habt ihr es ja wahrscheinlich schon ein bisschen gemerkt. Lauf mal. Ich nehme erstmal die Kollegin hier auf. Hey, den Kollegen auf. Nummer 1, der wollte weghuschen. Wer wird denn hier einen verlieren? Ich nicht. Irgendwas ist hier sehr laut. Da oben. Das gibt's nicht, ne? Also die NZ ist ja immer noch so absolut kein Rückstoß. Es ist wieder 2020. Ich konnte es nicht lassen. Ich musste jetzt unbedingt das Grip-Tape mal drauf machen. Aber warum zum Henker? Und ihn habe ich angecrackt. Oh, der, ich dachte gerade, der hat einen Katana in der Hand und wollte mich hier wegschnibbeln. Muss auch sagen, ich habe in letzter Zeit, habt ihr auch mitbekommen, so viel hin und her gewechselt, mein Spielstil und Empfindlichkeit und so. Und bin jetzt mittlerweile echt wo angekommen, wo ich sage, das Bock, da habe ich Bock weiterzumachen und den schnappen. Habt ihr den gesehen? Ey, zum Glück den Headshot gerade noch getroffen. Der hat ja so Rose-Skin-mäßig reingetryhardet. Es ist wirklich wunderschön. Na? Jetzt haut er doch ab.
Oh, falsche Waffe in der Hand. Aber egal, haben wir gemacht. Ein Prezi hat er. Kann das Auto jetzt... Leute, alles unter Kontrolle, sag ich mal. Ihr kennt mich, wir kommen da noch hin. Erstmal die längste Praline der Welt. Da hüpft ja jemand. Oh, holla die Waldfee. Machen wir... Erstmal ihn. Und C4 kann mir jetzt gar nichts mehr. Wer hat das gut platziert, Leute? Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt. Ist hier hardcore am Schimmelinsken. Da zum Beispiel. Der hat gar nichts gerafft. Geiles Ding. Ich hoffe, euch gefällt das auch mit Handcammer zu sehen, wie ich so die Maus hin und her justiere. Ich muss es irgendwie wagen. Ja, am Ballon. Ja, rutsch rüber. Ich rutsch gleich woanders hin und zwar weg. Wo ist der andere? Da war er. Da ist er. Oh, geil! Was? Das war so sein... Er hat's echt gepiekt. Tschüss wie im Baguette. Nein, alles gut, Leute. Ich will hier niemanden ärgern. Pardon. Ah ja? Da ist nämlich der Gegner. Gag! Da sehe ich doch einen. Nehmen wir mal kurz hier. Oh, hier liegt aber viel Geld rum, ne? Dann schauen wir mal kurz, was der so macht da. Geiles Ding. Tracking ist mal wieder da. Einfach nur konzentriert sein, dann läuft das auch. Oh, den habe ich gesehen. Was bringt ihm das, wenn er hier mich trifft? Ja, die AS-44, die muss ich glaube ich auch mal wieder testen. Die ist ja richtig geil. Hopp. Oh ja, geil. Oh, Movement. Wir werden die allerersten sein beim Lodi Lodi. Und hüpf. Oh, was wie? Oh, das ist der. Es hat einen braunen Skin und ist im braunen Stein drin gewesen. So sieht's aus. Ach nee, ich dachte, ich habe Herzschlag. Da kommt er. Oh. Morgen, aber mit Sichtbarkeit habe ich kein Problem. Ich habe nur ein bisschen Probleme mit den Leuten hier. Einmal kurz zum Shisha-Shop. Eine Drohne poppen. Und hinter mir. Drohne beginnt Überflug. Da ist er. Morgen. Der sagt nichts mehr. Schade. Geiles Ding, ey. Also, wenn ich konzentriert bin, dann geht's ja richtig ab. M4 hat er gespielt. Der hat mich so lasern können. Wir rutschen uns jetzt hier mal richtig vor. Das ist ja so schlimm, dass das im BR gibt. Es macht übel Spaß, wenn man es hat. Aber alle, die es nicht haben, die sind so im Nachteil. Und? Ja, nicht. Oh, Gottes Willen. Da ist die letzte Kiste. So. Wohin, wo lang? Wo soll er sein? Da hinten, da hinten. Das war blöd, das war blöd. Ich schnapp mir jetzt schnell eine Drohne. Und schau mal, wo die hocken. Okay, da unten hockt einer. Genau da. Ist dann die Frage, ob er mich schon gesehen hat. Ich genau da hockt. Vergesst, was ich gesagt habe. Wo ist er? Ich schleich mich an. Oh nein. Der hat mich leicht gesehen. Zum Glück habe ich ihn gemacht. Mit schneller Aim-Aktion. Oh Leute, wohin? Wo lang? Warum? Ich will mal einfach ein bisschen fahren, sag ich mal. Oh. Da wurde jemand beim Fliegen erwischt. Aber von wem? Ich komme. Gegenüber, okay. Alles cool. Oh, der schallert aber. Wo ist der ungefähr? Da? Der?
Ja, K.O. Da fahre ich schnell hin. Ich hoffe, der war das, aber müsste eigentlich, ne? Kurz mal die Waffe gewechselt. Wunderbar. Nehmen wir mit. Machen wir uns das rein. Und weiter geht's. Leute. Ich will nicht sagen, dass es läuft, weil dann läuft es gleich nicht mehr. Aber, ist okay. Ah, hier hat jemand ein Auto genommen. Wer war das denn? Bestimmt Gulag-Typ, der von ihm geholt wurde und jetzt wiederkam. Na, der haut jetzt ab. Der haut richtig ab. Nein, nein, nein. Das war so klar. Ich muss fliegen. Da wurde was gekauft. Oh, oh, oh. Da ist einer. Nein, nein, nein. Runter. Heimlich schnell. Bevor der hier rausgesprungen kommt. Ich glaube zu meinen, dass hier auch noch einer drin wäre. Da. Da war er. Da ist er auch. Oh, mein Gott. Und ihn auch noch. Ich muss zu dem anderen wieder. Scheiße, der ist jetzt... Okay, wie machen wir das? Ruhig und mit Obacht, weil der ist jetzt wieder vollgeheilt. Ich habe ihm nur ein paar Platten geklaut, sag ich mal. Da ist er aber. Ah, so. Da mit dem sechsfach Zoom ist schon schwieriger runterzuziehen, auf jeden Fall. Eieiei, ich konzentriere mich hart, dass wir hier keinen Quatsch machen. Ich laufe halt woanders hin, Alter. Das ist ja... Nein, da ist einer. Ich muss mich heilen. Und hoffen, dass der hier nicht mehr da ist. Oder woanders ist. Ja, der hat durchgedrückt. Glück gehabt. Gute Plays hier. Im Glück. Wenn er close ist, habe ich verkackt, wenn ich die Waffe draußen habe, ne? Ah, ich habe hier gut Deckung, ne? Mach ab. Oh nein, oh nein. Kann ich mir hier noch hinlegen? Wo? Heim ich, heim ich, heim ich. Bitte. Ich hole mir den jetzt, pass auf. Oder auch nicht. Ich renne erstmal hier vorne hin. Da ist noch mehr, da ist noch mehr. Direkt hier bei mir. Ey! Los, schnell, schnell Heilung. Ich habe kaum noch Platten. Wo ist er jetzt? Da. Nein, 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 leg dich hin. Spritz. Hab ich. Puh, Alter. Ist denn noch mehr? Oh, die Sachen nerven mich. Der da hinten, ne? Der ist es. Endgame. Ich habe hier eine gute Pose gerade, oder? Ich könnte mal gleich gucken, ob der Typ da nochmal kommt. Und mal mein Aim noch ein bisschen absteppen. Ich gehe mal kurz vorsichtig hier über den Berg. Ganz vorsichtig schauen. Nein, nein, nein. Heimlich. Oh Gott, dass der da jetzt guckt, ne? Wer ist das? Ich hau die schon mal raus. Dann habe ich wenigstens 8 Platten. Wer kommt? Wo war der? Der war halt irgendwo hier hinter dem Stein. Ich hab hier die beste. Das war nur Stein, oder? Da. Den habe ich sowas von. Komm. Ich mach's jetzt hier entspannt auf diesem Berg zu Ende. Ich hab die beste Pose noch. Und warte kurz, was die machen. Da rechts hat's geschossen. War das fake? Oder echt? Ich weiß ja nicht, ob hier noch wer ist. Ich schau mal kurz hier hoch. War da was? Da wird gefightet. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht, es ist alles so dunkel.
Da habe ich schlecht gespielt, muss ich sagen. Ja, hätte ich nicht hinpushen dürfen, auf keinen Fall. Jetzt 1 gegen 1. Man muss aber auch sagen, wäre da nicht dieses Gebüsch gewesen, hätte ich ihn schön weggeaimt. Ich hatte ihn ja schon Platten weg. Wo ist jetzt der andere? Das ärgert mich gerade so. Da ist er. Oh Gott. Was spielen die hier gegeneinander? Und er hat den M13 Laser, ne? In Solos auch mega stark. Ey, schade, Mann. Das gibt's nicht, ne? Fast wieder Zweiter. Ja, ich würde sagen, in dem Flugzeug würde ich jetzt doch gerne wieder sitzen. Weil das war eigentlich mein Win. Ich hatte schon 13, 15 gewonnen. Verdammt. Es kann ja nicht immer der erste Platz sein, wisst ihr, ja? Und ich zeige euch schnell noch die Klasse, die ich gespielt habe. Ist eigentlich jetzt so nichts verändert zu der Klasse, die es vorher auch die stärkste war. Ist halt immer noch stark, auch wenn sie die jetzt schon 2 oder 3 Mal gepatcht haben. Das ist die Blixen, mit dem Schaft spiele ich ganz gerne einfach, dass ich nicht so einen Rückschuss habe. Danke fürs zu Ende schauen. Hier kommen wir zum letzten Video und checkt sehr, sehr gerne natürlich auch Instagram und Twitter mal aus. Folgt da mal rein, ist nur ein Klick, einmal auf dem Handy tippen. Und natürlich gerne bei Razer in der Beschreibung mal vorbeischauen. Bestellt sie euch gerne nach Hause, um es einfach mal zu testen, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob das einfach vom Shape her was für euch ist. Weil ich selber bin auch immer am Rumtesten, welcher Shape gefällt mir persönlich am besten. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste dabei. Jetzt noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr es guckt. Haut rein und bis zum nächsten Mal.